Tom's Talk Time, Folge 554. Strive for excellence, ignore success. TomsTalkTime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulitz. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute aus dem immergrünen Washington State hier an der grandiosen Westküste der USA und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht nämlich in die alte Heimat und zwar ziemlich genau in die alte Heimat und zwar zwischen München und Fürstenfeldbruck liegt die Millionenmetropole Eichenau, bekannt aus Funk und Fernsehen und dort sitzt mein heutiger Interviewgast, nämlich der Siegfried Heider. Siegfried, schön, dass du dabei bist. Ja, lieber Tom, ich danke dir, ich freue mich sehr. Sehr gerne. Siegfried, du bist Marketing- und Positionierungsprofi. Das bedeutet, alles, was es zum Thema Unternehmens- und Personenmarken gibt, hast du gründlich recherchiert und hast daraus ein riesen Toolkit gebaut, den du für Selbstständige, für Unternehmen, aber auch für Angestellte nutzen kannst, damit diejenigen sich wesentlich besser positionieren können und dann ihre Karriere, sei es im Angestelltenverhältnis, aber natürlich auch als Selbstständiger oder das Unternehmen logischerweise auch in der eigenen Positionierung nutzen kann. Ist das so als Überblick über dich richtig? Perfekt, genau das ist mein Thema. Okay, wunderbar. War natürlich nur ein kleiner Überblick. Erzähl doch mal kurz ein bisschen mehr über dich, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht erst kurz was Privates. Wer ist der Siegfried privat? Und anschließend was über dein Business. Was machst du jetzt genau? Und du hast ja, glaube ich, auch ein Buch geschrieben dazu. Einfach, dass wir so einen Überblick mal drüber bekommen. Ja, sehr gern. Privat zwei Kinder, einen West Highland Terrier als dritten Pubertierenden und eine wunderbare Frau hier in Eichenau. Wir leben seit 14 Jahren hier im Münchner Bereich und fühlen uns total wohl. Ich bin aber auch schon in der ganzen Welt rumgetingelt und wenn ich meine Karriere so zusammenfassen soll, dann könnte man es in einem Satz ausdrücken, vom Postbeamten zum Top-Speaker, Top-Experten zu Marketing- und Positionierungsthemen. Viele Stationen da dazwischen und wir kommen im Laufe des Gesprächs sicher auf die ein oder andere, aber die wichtigste war sicherlich die mit Vera F. Birkenbiel so ab 1998. Okay, was hast du mit der Vera Birkenbiel gemacht? Ich habe 92 die Vera in einer Anzeige in der Süddeutschen gesehen. Da konnte ich mir noch kein Seminar mit ihr leisten. Und ich habe als Student gefragt, ob ich am Büchertief helfen kann. Und ab dem Zeitpunkt war ich in diese Frau beruflich verliebt. Wer einmal bei ihr drin saß, und viele Hörer werden sie vielleicht noch kennen, sie war einfach grandios. Sie hat 15 Minuten gebraucht und du hingst an ihren Lippen. Und das zwei Tage lang. So ein Talent gibt's heute fast gar nicht mehr. Und diese Frau hat dann dazu geführt, dass ich viele andere Speaker kennengelernt habe, von dieser Szenerie natürlich wahnsinnig begeistert war. Dann ihr Manager wurde in Österreich, viele Seminare veranstaltet habe, dort auch gelernt habe, wie man vermarktet, also Personen und Veranstaltungen, wie man Teilnehmer in Seminare bekommt. Ich habe eigentlich durch Vera Birkenbiel mein ganzes unternehmerisches Handwerkszeug gelernt, inklusive der ganzen Marketing-Toolbox, die ich jetzt anderen beibringe. Wow, das ist sehr beneidenswert. Also ich kenne Vera Birkenbiel nur von ihren Audioprogrammen her, also gerade so vom Sprachenlernen. Habe sie leider nie persönlich kennenlernen dürfen, weil sie ist ja doch auch schon einige Jahre jetzt mittlerweile verstorben. Ja. Aber das, was ich so von ihren Programmen her kann, wirklich, also da beneide ich jeden drum, der wirklich mit ihr eng zusammenarbeiten konnte. Das muss echt eine super tolle Frau gewesen sein. Ja, sie war eine Marke und das ist genau das, was ich anderen jetzt beibringe. Absolut. Genau. Cool. Das heißt, was machst du da jetzt konkret in deinem Business? Eigentlich nur zwei Sachen, mit nur in Anführungszeichen. Das erste ist, wir steigern die Attraktivität von Marken. Die fängt natürlich immer erstmal mit der Firmenmarke an und geht dann in die Personenmarken der Firma hinein, also Verkäufermarken oder eben Consultantmarken. Und dann in Kombination daraus die Produktmarken. Es sind immer diese drei Markenbereiche, die insgesamt glänzen müssen, attraktiv sein müssen, damit man sich mit all den Folgeprozessen leichter tut. Und die zweite Aufgabe, die wir mit Firmen erledigen, und zwar in dieser Reihenfolge, weil sonst funktioniert es nicht, ist, dass wir die Sichtbarkeit erhöhen. Also sprich, Kommunikationskonzepte bauen, die mit relativ wenig Input die Auffindbarkeit dieser Marken
insbesondere im Netz, erhöht. Und wenn das zusammenkommt, höhere Attraktivität und höhere Sichtbarkeit, kannst du eigentlich mehr Umsatz nicht verhindern. Das hört sich ja schon mal ganz gut an. Stellt sich für mich natürlich die Frage, wie erhöhe ich denn jetzt meine Sichtbarkeit? Einfach mal, hast du da mal so ein, zwei konkrete Beispiele? Ja, klar. Vielleicht darf ich anfangen mit Attraktivität, weil ich habe schon angedeutet, Sichtbarkeit erhöhen bei gleicher, Klammer auf, mangelnder Attraktivität wäre fatal. Würden ja nur mehr mitbekommen, dass wir Durchschnitt sind. Es ist wichtig, die Menschen kommen ja zu mir und sagen, Heider, wir haben zwar ganz gute Umsätze, aber wir kommen nicht vom Fleck, wir stagnieren so vor uns hin, wir können bestimmte Trends nicht aufgreifen, wir haben Probleme, unser Marketing sauber aufzustellen. Und da ist für mich immer das Erste, dass wir gucken, was haben wir denn für eine Markenattraktivität, und die ist sehr eng verbunden mit der Story dieser Marke. Also was erzählen denn diese Menschen dort, wenn sie gefragt werden, was sie denn tun? Und das hat sehr viel mit der Position zu tun. Also wofür stehen sie, ist ja eine Position, die man einnimmt. Und die erzählt man dann, und damit gelingt Positionierung, steckt ja in dem Wort drin. Und Positionierung ist die Erhöhung der Sichtbarkeit der Position, und damit ist das Ding rund. Also die Frage, wie man Attraktivität erhöht, muss eigentlich immer zuerst beantwortet werden, bevor wir über Sichtbarkeitserhöhung nachdenken. Leuchtet ein. So, dann beantworte ich jetzt am besten mal Attraktivitätssteigerung als erstes, wenn das für dich okay ist. Ja, ja, klar, natürlich, auf jeden Fall. Ja, und da sind wir in einer wunderbaren Zeit, weil wir, also als ich Marketing studiert habe in den 90er Jahren, da war Nutzen, Nutzen, Nutzen das einzige große Argument. Man musste dem Kunden erklären, was man denn alles so bewirkt bei ihm, wie viel Geld man ihm gibt, wenn er uns Geld gibt, hoffentlich mehr. Und alle waren glücklich. Das ist heute wahrscheinlich eher die dritte oder vierte Botschaft, die wir dem Kunden schicken, weil wir in einer Zeit angekommen sind, wo Menschen, die einen Lieferanten, einen Dienstleister suchen, jemanden kennenlernen wollen, der spannend ist, der etwas Besonderes bietet, der irgendwie heraussticht, eben der attraktiv ist. So, und diese Attraktivität, das haben wir schon beim Daten früher kennengelernt, die ist eigentlich nur augenscheinlich abhängig vom Äußeren. Natürlich, der erste Eindruck zählt, gar keine Frage. Aber wenn der zweite nicht passt, ist der erste völlig wertlos. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns in der Attraktivitätssteigerung sehr damit beschäftigen, warum, und jetzt kommt die wichtige Ableitung, warum tun Menschen die Dinge, die sie tun, wie? Also aus dem Warum leitet sich ab, warum die iPhones so ausschauen, wie sie ausschauen, und die MacBooks so ausschauen, wie sie ausschauen, und der BMW Freude bereitet. Also dieser Antrieb, den die Firma hat, die Position, wofür sie steht mit ihrer ganzen Philosophie, ist in der Konsequenz in den Produkten ablesbar. Und das herauszufinden, das richtig herauszuschälen, wofür Menschen und Firmen stehen, das ist meine größte Leidenschaft. Und das ist ein Prozess, da habe ich ein System entwickelt, eine Methode, die nennt sich Ausverkauft-Methode, so heißt auch mein Buch. Und das ist der erste Schritt. Das hat im Prinzip sehr viel damit zu tun, einen Fragen-Antwort-Prozess zu moderieren, der am Schluss zu einer Essenz führt, die man im Branding ja Markenkonzept oder Marken-Ei nennt. Und der Kern dieses Marken-Eis ist sozusagen das Allerwichtigste, der Kompass, wofür ein Unternehmen und seine Mitarbeiter da draußen stehen. Okay, soweit nachvollziehbar. Das heißt, ich muss erstmal, klar, wie du schon gesagt hast, wenn ich unattraktiv bin und ich erhöhe die Sichtbarkeit, ist das nicht unbedingt förderlich. Nee. Andersrum wäre das sinnvoller, sich erstmal gescheit herrichten und dann nach draußen gehen, um gesehen zu werden. Ja, ganz genau. Das leuchtet ein. Das heißt, die Sichtbarkeit, also Attraktivität, klar. Das heißt, die Sichtbarkeit, was mache ich jetzt da? Wie kriege ich eine größere Sichtbarkeit hin? Wenn ich weiß, wofür ich stehe, leiten sich daraus ganz, 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 ganz viele Botschaften ab. Also nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Bei mir ist es so, ich kann nicht verkaufen, ich kann Menschen dazu bringen, dass sie gekauft werden. Und aus dieser Philosophie, dass eine Firma eigentlich viel besser funktioniert langfristig, wenn viele Menschen sie entdecken, als dass Verkäufer die Kunden entdecken müssen, leiten sich 1000 Themen ab.
Das geht los eben bei dem Attraktivitätsthema, das geht los beim Thema Online-Marketing, das geht weiter beim Thema Netzwerken, Kooperationsmarketing, Content-Marketing und so weiter. Und jetzt sind wir schon mittendrin in diesem Buffet der Möglichkeiten, die wir beim Ausverkaufssystem bevorzugen sollten, nämlich all die Möglichkeiten, die nicht one-to-one kommunizieren, so wie ein Verkäufer halt rausgeht und sagt, ich spreche jetzt einen Kunden an und der bekommt es dann mit, sondern one-to-many. Und darin liegt die große Kunst. One-to-many heißt, ich mache beispielsweise eine Veranstaltung mit Partnern zusammen oder ich mache eine Landingpage online und bewerbe diese mit ganz vielen Partnern, Kooperationspartnern und erreiche damit nicht eine, zwei, 50 oder 100 Leute, sondern 1.000, 5.000, 10.000, 20.000. Und all diese Maßnahmen, die One-to-Many sind zu bevorzugen. Die zweite Maßnahmenkatalog, den wir im heutigen Marketing, in diesem Sog-Marketing brauchen, sind Maßnahmen, die bleiben. Also beispielsweise ein Verkäufer, der von Kontakt zu Kontakt geht, kriegt kein Mensch mit, bleibt nichts, da findet auch niemand etwas, weder online noch offline. Aber wenn ich eine saubere Facebook-Seite pflege, wenn ich einen guten Blog pflege, wenn ich so einen Podcast wie du mache, wenn ich ein Bundle zusammenbaue von Content, aber auch einfach nur Produktinformationen, die bleiben, die auffindbar sind, dann habe ich die zweite Voraussetzung für höhere Sichtbarkeit, weil da muss ich irgendwann gar nicht mehr so viel da draußen hinterlassen, und trotzdem kriege ich Anrufe, Anfragen, Aufträge und Kunden. Mhm. Ich habe meinen Hund schon erwähnt, der heißt Lucky. Der Lucky macht auch nichts anderes. Das ist einer der besten Marketeers, den wir haben. Der geht jeden Tag in seinem Markt spazieren. Der will auch gar nirgends anders hingehen. Macht mich schon ganz mürbe, wenn ich jeden Tag mit ihm diese Runde gehe, die er liebt, weil er dort seine Marke hinterlässt. Und die muss er auch regelmäßig auffrischen, weil sonst werden die anderen Kollegen und Kollegen, Wettbewerber da draußen diesen Markt einnehmen irgendwann. Und im Prinzip ist das nichts anderes. Wir müssen Hinterlassenschaften da draußen platzieren, die anderen schmecken, die andere entsprechend richtig cool finden. Und dann bekommen wir das, was wir wollen, nämlich Sog und Anfragen. Ja, leuchtet ein. Okay, das heißt, ihr könnt euch für Hundedamen momentan nicht retten, oder? Ja, der ist kastriert leider mittlerweile. Das war eine zwingende Konsequenz, sonst wäre es wirklich so. Okay, cool. Auf jeden Fall sehr, sehr anschaulich gewesen, die Erklärung. Und ja, leuchtet ein, nachvollziehbar. Hast du, lass mal überlegen, wenn ich jetzt für mich noch stärker positionieren wollen würde mit meiner Show. Was könnte ich da jetzt ganz konkret machen in Bezug auf Attraktivität und Sichtbarkeit? Wenn wir da jetzt wirklich das einfach mal als Beispiel hernehmen. Fällt dir so spontan was ein? Ja, klar. Also zunächst mal, dein Blog ist ja eine Themenvielfalt, die von der Range her relativ breit ist. Das heißt, wenn du mich jetzt fragst, was könntest du tun, um noch markanter da draußen gefunden und auch entsprechend Reichweite auszubauen, dann würde ich sagen, überleg erstmal, ob du nicht spitzer statt so breit bleiben möchtest. Das zweite ist, was immer gut ankommt bei solchen Content-Maßnahmen, nichts anderes ist ja ein Podcast, ist, dass die Frequenz und auch die Relevanz dieser Inhalte auf die Zielgruppe mehr individualisiert wird. Das heißt, momentan reden wir über eine sehr breite Zielgruppe. Wenn sie spitzer wäre, wenn der ganze Podcast spitzer wäre, könnten wir auch unsere Inhalte jetzt ganz, ganz spitz auf diese Zielgruppe zuschneiden. Das heißt, der Mehrwert dieses ganzen Podcasts würde sich um ein Vielfaches erhöhen. Einfach auch dadurch, weil ich weiß, an wen ich adressiere. Und die dritte Maßnahme ist natürlich, ein Podcast wird heutzutage meistens aufgesetzt im Sinne von, da ist er, und dann nutzt man die üblichen iTunes und Google und sonstigen Netzwerke, wo Podcasts halt verbreitet werden, holt sich Partner und lässt die ein bisschen darum kommunizieren. Die Sichtbarkeit erhöhen, neben der Attraktivitätssteigerung, das waren jetzt die ersten zwei Punkte, wäre dann wirklich ein Kommunikationskonzept, um diesen Podcast zu bauen, der einfach insgesamt auch die Lautstärke da draußen erhöht und an den jeweiligen markanten Stellen der Zielgruppe, also da, wo die sich tummeln, Xing-Plattformen, Gruppen,
öfter die Marke hinterlassen, dass Menschen über diesen Köder, den wir ausstreuen, über dieses Kommunikationskonzept, öfter den Podcast noch abrufen. Also ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich persönlich bin jetzt auch Zielgruppe dieses Podcasts und aktive Marketingkampagnen dazu habe ich bis auf wahnsinnig viele Empfehlungen von Kolleginnen und Kollegen, die da mithören und drin sind, noch nicht gehört. Ich glaube, da gibt es noch Potenzial nach oben bei jedem Podcast, nicht nur bei deinem. Aber das ist auch dann eine Frage dessen, wie viel will man investieren in die Sichtbarkeit. Das kostet in der Regel Zeit, gar nicht so viel Geld. Mhm. Genau. Okay, cool. Perfekt. Danke dir für das Beispiel. Genau, also da bin ich voll und ganz bei dir. Das ist absolut, da sieht man auch wieder wirklich den Profi. Perfekt analysiert, wirklich in wenigen Sekunden. Genau, bei mir ist wirklich eine relativ breite Zielgruppe und das ist das, was ich halt auch oft sage, wenn Leute einen neuen Podcast starten, je enger man in eine Zielgruppe reingeht oder in eine Nische, desto konkreter spricht man die Leute einfach an. Also ich mache halt oft die Beispiele aus dem Freizeitbereich, wenn ich sage, ich mache einen Podcast über Mountainbiken, ist das viel besser, als wenn ich einen Podcast über Fahrradfahren mache, weil Fahrradfahren, da kann alles drin sein. Da kann die Oma drin sein, die am Wochenende gemütlich mal einen Kilometer zur Enkelin radelt. Das kann der ambitionierte Rennradfahrer oder der Mountainbiker sein. Ja. Also das wir haben gerade darüber gesprochen, was ich am meisten häufigsten da draußen feststelle, warum Marketing bei vielen Firmen nicht funktioniert. Und ich rede jetzt nicht von den großen Konzernen, die sind da fit, aber ich sage mal Mittelstand bis Kleinunternehmer. Das liegt erstens daran, dass sie nicht vernünftig erzählen, wofür sie eigentlich stehen. Die fangen an mit Zahlen, Daten, Fakten. Ja, ich bin die Firma X und es gibt seit 30 Jahren. Wir haben 13 Filialen, 7000 Mitarbeiter, was weiß ich. Das interessiert jemand vielleicht ganz am Schluss. Aber am ersten will ich doch jemand kennenlernen, so wie beim Daten auch. Ich will doch hinter die Kulissen blicken. Wofür steht der? Was hat der für Werte, warum macht er das so und nicht anders? Das ist doch der erste Punkt und deswegen brauchen wir eine feingeschliffene, attraktive Story. Das zweite, warum es oft scheitert, ist, dass die Leute gar nicht wissen, für wen sie da sind. Sie entscheiden sich nicht, das ist meine Zielgruppe oder mein idealer Kunde und das ist er eben nicht. Dieses Nein-Sagen ist im Marketing mindestens genauso wichtig wie das Ja-Sagen. Mhm. Und bei mir ist es die IT-Branche. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert mal, also BWL mit Informatik. Und ich habe in der Hotellerie halt viel Erfahrung, weil ich 130, 140 Mal im Jahr in Hotels bin oder noch öfter teilweise. Und wenn man so eine Erfahrung mitbringt und dann da rein ganz spitz kommuniziert mit diesen One-to-Many und bleibenden Maßnahmen, Tom, dann kannst du nicht erfolgreich sein. Es geht gar nicht. Dann ist nur die Frage, wie intensiv willst du das tun und wie viel Budget hast du oder Ressourcen hast du? Ja, das entscheidet sich dann. Aber die Erfolgreichen achten genau auf diese drei Punkte. Klar, ja. Das ist eben wichtig, dass man diese, wie du schon gesagt hast, ich muss überlegen, wo will ich hin? Und alles im Leben hat seinen Preis, nicht nur wortwörtlich, sondern auch hier in diesem übertragenen Sinne. Das heißt, wie viel Zeit investiere ich in etwas, um dieses Ergebnis zu bekommen? Ich kann halt nicht erwarten, dass ich, Weltmarktführer werde, aber keinen einzigen Euro in Werbung und auch keine einzige Minute in die Überlegung von irgendwelchen Konzepten stecke. Dann so wird es nicht funktionieren. Genau, vielleicht ein Punkt noch, der mir gerade bei dir sehr positiv aufgefallen ist. Ich habe mir heute deine Website angeguckt, tomkaulis.de, und ich glaube, da steht so viel Persönliches drauf, .com, da steht so viel Persönliches drauf, ich bin mir gar nicht sicher, ob deine Mutter das alles weiß. Es ist so geil, es ist so cool, dass ich da eine Person kennenlerne, nicht nur aus dem fachlichen Hintergrund, sondern was hast du für Vorlieben, mit wem reist du gerade, wo bist du gerade, wie reist du gerade, warum reist du? Allein diese Seite zu lesen, war für mich so ein Bindeglied zwischen mir, wo wir uns jetzt noch nicht so gut kennen, und dir, wo wir gleich dieses Interview machen, dass ich genau das von jeder anderen Marke und Firma auch erwarte: Lass die Menschen hinter die Kulissen blicken. Gebt ihnen die Chance, euch wirklich persönlich kennenzulernen. Und dann werdet ihr mit all den Folgeprozessen, weil Vertrauen entsteht, viel ein einfacheres Spiel haben. Ja, absolut. Also danke dir für das Lob. Mir ist das halt auch wichtig, wenn ich auf anderen Seiten bin. Ich gucke auch sehr oft, es ist genauso wie du sagst, wenn ich mit potenziellen Geschäftsanbahnungen bin oder auch bei Interviewpartner-Recherche, gucke ich halt auch wirklich immer, oder auch mein Team, habe ich gesagt, es ist wichtig, schaut auch auf die Über-uns-Seite. Und wenn ich halt selber mal gucke und ich sehe dann bei der Über-uns-Seite, dann steht dann drauf, was weiß ich, Tom Kaulis, geboren dann und dann, das und das studiert. Und
Und das war es dann auch, wo ich mir denke, super, ich meine, genau, das interessiert mich da nicht. Ich will auch den Menschen dahinter kennenlernen. Was ist das für ein Typ? Ich will mir ein Bild draus machen können. Und das erfahren wir halt wirklich sehr oft. Wir kriegen teilweise Mails, egal ob jetzt über unseren Podcast, also von Podcast-Hörern oder von Lesern unseres Reiseblogs, die schreiben uns wirklich solche Mails, wo man sich denkt, ey Leute, solche Mails, die schreibe ich normalerweise nur meinem besten Freund, den ich super intim schon kenne. Genau. Die schütten uns da so ihr Herz aus, wo man denkt so, ey, die sehen uns wirklich als enge Freunde, obwohl die uns gar nicht kennen. Also eigentlich. Ja. Und jetzt, warum ist denn das so? Unabhängig jetzt davon, dass wir natürlich aufgrund einer solchen Beziehung eher Vertrauen aufbauen. Aber Vertrauen entsteht in der Regel in jedem Lebensbereich, privat wie beruflich, dann, wenn ich jemanden gegenüber habe, deren Überzeugungen und Werte, also das, warum er etwas macht und wie er es macht, diesen inneren Antrieb, bist du katholisch oder evangelisch, magst du rot oder weiß, ist deine Lieblingsblume eine Rose oder eine Tulpe? So klären wir ja auch beim ersten Date Dinge ab, wie viel Übereinstimmung haben wir. Und je mehr Übereinstimmungen, nicht 100%, aber je mehr Übereinstimmungen wir mit dem anderen kennenlernen, desto grundsätzlich sympathischer ist er einem. Und Sympathie ist eine der großen Säulen für Vertrauen. Und so eine Beziehung, da kannst du im Verkaufsprozess 13 Fehler machen, der unterschreibt trotzdem. Das ist die Kunst des heutigen Marketings, so eine Beziehung aufzubauen. Ja, absolut. Das war, das muss ich immer dran denken. Meine Maus, die kommt ja ursprünglich aus dem Telefonvertrieb. Damit hat sie ganz, ganz am Anfang ihrer Karriere angefangen. Und sie hat dann auch immer gesagt, sie verkauft eigentlich gar nichts ihren Kunden. Also sie war so im EDV-Großhandel, sondern sie hat eigentlich nur mit ihren Kunden persönliche Beziehungen aufgebaut und die hat eigentlich nur mit denen telefoniert, ja, und wie war es Wochenende, was hast du gemacht und hin und her. Und dann so am Ende des Gesprächs, ach ja, übrigens, wie schaut's aus? Ich habe gesehen, du brauchst noch oder du hast schon länger nicht mehr das und das bestellt. Soll ich dir ein paar schicken? Ja, mach mal. Das war so, es ging eigentlich nur um die persönliche Beziehung und das war einfach krass. Ich dachte, nee, das kann doch gar nicht funktionieren. Doch. Ja, und wir sind ja in einer Zeit von Generation Y und Z und so weiter, wo die Kunden nicht mehr so sind wie wir früher, wo wir gesagt haben, wenn wir mal einen Dienstleister gefunden haben, was weiß ich, ein Autohersteller, ein Autoverkäufer und der hat seinen Job richtig gemacht, dann sind wir bei dem irgendwie geblieben. Da müsste schon viel passieren. Heute ist die ganze Kundschaft flüchtig. Einer der schönsten Sätze, den ich kenne, ist, der heißt so ähnlich, die Kunden von heute, die heiraten uns nicht mehr, sie daten permanent. Und das ist auch so. Da kommt einer ums Eck und ist ein Stück weit interessanter, spannender, offener, persönlicher, werteorientierter und plötzlich sind die weg. Und wenn wir vorher nicht unsere Hausaufgaben gemacht haben und eine saubere Beziehung auf einer ähnlichen Basis aufgebaut haben, dann kommen die wirklich nicht wieder. Aber sie kommen wieder, wie beim Daten auch, wenn die Beziehung grundsätzlich gestimmt hat. Dann ist vielleicht mal kurzzeitig ein anderer interessanter. Aber es ist ja nicht so, dass die Beziehung abbrechen. Und das müssen wir hinkriegen. Kundenbeziehungsmanagement ist heute nicht mehr einen lebenslangen Kunden zu aufzubauen. Funktioniert gar nicht mehr. Sondern einen Menschen aufgrund dieser Überzeugungen an einen, in Anführungszeichen zu binden, einen wirklichen Freund aufzubauen, eine Community einzuladen, dem da drin ein Wohlgefühl zu bereiten. Da darf er mal gehen, aber wir wissen, irgendwann kommt er wieder. Und das ist das Schöne an dem heutigen Marketing. Es ist basiert auf Sinn, auf Werte, auf geteilte Überzeugungen, auf ähnliche Antriebe, auf eine vergleichbare Grundmotivation. Und das bedingt als zwingende Voraussetzung, endlich im Marketing damit anzufangen, die Stories, die wir erzählen beim Elevator-Pitch auf unserer Website ganz oben, wenn die ersten Eindrücke gesammelt werden, persönlich zu machen, werteorientiert zu machen, sinnorientiert zu machen, warumorientiert zu machen. Das ist die Kunst, die mich antreibt und da bin ich wirklich leidenschaftlich dabei, wenn es um neue Marken in diese Richtung geht. Das merkt man auch, dass du sprudelst da richtig, wenn du über das Thema sprichst. Also man spürt förmlich deine Begeisterung hier durchs Mikro oder besser gesagt durch den Kopfhörer. Wie viele Stunden arbeitest du ungefähr pro Woche? Weißt du das überhaupt? Ich arbeite gar nicht. Also wenn du den Begriff altherkömmlich definierst, arbeite ich nicht, schon lange nicht mehr, sondern ich bin in irgendwelchen Projekten drin für meine Kunden. Das kann auch mal ein Event-Marketing-Projekt sein oder
ganz konkrete Sichtbarkeitsmaßnahmen. Es beginnt immer mit der Marke, aber die großen dauerhaften Projekte, wo ich aktiv sein darf, sind im Prinzip die Kommunikationsprojekte, dann auch online, Landingpage-Konzepte, Funnel-Konzepte und so weiter. Und das macht mir wahnsinnig Spaß. Also wenn du sagst, wie viele Stunden in der Woche bin ich aktiv, das wechselt zwischen 40 und 60. Mhm. Ja, man muss ja ein bisschen schlafen und den Rest macht man das, was einem Spaß macht, ne? Ja, genau. Ich habe auch meine Auszeiten. Ich bin in den Ferien eigentlich fast immer weg. Also das ist so, gibt Ausnahmen, aber im Prinzip sind wir auf Reisen, eine meiner Leidenschaften, und der Rest ist Vollgas. Also das ist für mich auch, stehe halt gern auf, mach gern mein Zeug, weil es einfach spannend ist. Jeden Tag irgendwie ein anderer Kunde, andere Herausforderung, und das ist für mich keine Arbeit. Das merkt man auch, wie du einfach drüber sprichst, ja. Jetzt, egal, ob man das als Arbeit empfindet oder als Freizeit, als Spaß oder was auch immer, nichtsdestotrotz muss ja der Kühlschrank gefüllt werden. Das heißt, man will ja trotzdem sein Geld damit verdienen. Ja. Wie ist das bei dir? Womit und wie verdienst du jetzt ganz konkret das Geld? Geht das nach Projekten? Geht das auf Stundenbasis? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe die letzten 18 Jahre das gemacht, was ich anderen beibringe. Ich habe mich selber positioniert. Ich bin in meinen zwei Hauptbranchen bekannt wie ein bunter Hund, im positiven Sinn. Und natürlich hat das Ausstrahleffekte auf andere Branchen. Und deswegen kriege ich genug Anfragen, muss gar nicht mehr so viel tun. Das ist das Schöne. Und bei so einem Projektgeschäft wie bei mir wird es in der Regel, da fängt ein Projekt an, dann ist zwar meine Pause, dann kommt das nächste Projekt. Irgendeine Produktmarke organisieren, ein Event mit dem gleichen Kunden zu machen, etc. pp. Meine Haupteinnahmenquellen ist neben dem klassischen Projektgeschäft, was Beratungsgeschäft ist, also eben Marke, Sichtbarkeit, Vorträge halten. Mittlerweile ein Drittel meines Umsatzes. Damit kommen wieder Kunden ins Haus. Mhm. Der zweite Bereich ist Trainings, klassische Workshops zu machen, um zum Beispiel mal Vertriebe auf Kurs zu bringen, weil auch ein Vertrieb mit seinen Menschen Marken sind, die da draußen im Namen der Firmenmarke unterwegs sind und die ackern leider meistens so auf Verbalkarate-Basis und nicht auf Sog-Basis. Und da merken die Menschen auch, das kommt nicht mehr gut an. Also der Verkäufer an der Tür, der wird wieder rausgeschmissen und die müssen ihre Konzepte ändern. Deswegen ist das Verkäuferische auch gerade im Wandel. Das ist so eine meiner großen Baustellen im Workshop-Bereich. Und dann habe ich, ich sag mal, vielleicht so 10% meines Umsatzes sind Coachings von Marketingvorständen, von irgendwelchen Vertriebsverantwortlichen, die einfach mal jemanden reinholen wollen, der mal so einen anderen Blick in diese meist sehr vertriebsgetriebenen Firmen bringt. Und das ist eigentlich, wenn ich so in der Prägung will, Vortrag halten, ganz oben, macht mir am meisten Spaß, Marke entwickeln, Workshops, zweite Kategorie, Coachings, One-to-One, drittliebstes. Und natürlich mache ich auch große, schöne Beratungsprojekte ganz gern. Das ist aber auch das Anstrengendste. Okay. Also das heißt, du wirst praktisch dann für die Auftritte als Speaker, wirst du wahrscheinlich dann für den Auftritt an sich bezahlt. Genau. Und für, wenn du Sachen entwickelst, Marketingkonzepte, geht das dann Projekt oder ist das eine Stundenbasis? Nein, das ist in der Regel ein Projektbudget, wo ein gewisses Zeitkontingent kalkuliert wird. Und bei uns gilt immer die Regel, wenn es davon nach unten, also zugunsten des Kunden, massiv abweicht, wenn wir schneller sind als gedacht, kostet auch nicht das, was wir veranschlagt haben. Aber auch fairerweise, wenn wir länger brauchen, als wir gedacht haben, dann muss der Kunde auch so fair sein und sagen, okay, da müssen wir nochmal was drauflegen, damit wir unser Ziel erreichen. Weil dieser Prozess in der Markenentwicklung und Sichtbarkeitserhöhung ist sehr abhängig von vielen Faktoren. Da können wir zwar Erfahrungswerte einbringen, was weiß ich, das sind jetzt 10 Honorartage oder 20 Honorartage, aber unerwartet, unverhofft kommt oft. Also insofern, da muss der Kunde auch ein bisschen flexibel sein. Ja, gut, leuchtet ein, ja. Wie hast du es denn überhaupt geschafft, diese Branche oder diesen Bereich für dich zu entdecken und damit deine Leidenschaft zu finden? War das schon immer irgendwie so da oder ist das einfach gekommen? Naja, das fing eigentlich bei Birkenbiel an. Wenn du da unten sitzt und Birkenbiel und Bodo Schäfers und Gregor Staubs von damals anschaust, dann denkst du dir, wie können diese Damen und Herren so viel Geld verdienen, und Marketing noch nicht mehr buchstabieren können. Ja, weil keiner von denen hat wirklich aktives Marketing gemacht. Und die
die, also da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich haben sie das am Anfang gemacht, aber je mehr die ihre Maschine angeworfen haben, desto weniger haben sie wirklich aktiv machen müssen, weil sie durch das Tun, also durch die Exzellenz ihrer Arbeit, einfach weiteren Sog erzeugt haben. Und das war für mich so das Erleuchtende, weil wir im Studium immer gelernt haben, die 4 Ps und Promotion ist das Wichtigste. Also klar, Produkt ist auch wichtig, aber da hinten in der Kommunikation ist so das Heil versteckt. Und das ist ein Quatsch. Es gibt einen schönen Spruch von einem amerikanischen Rennfahrer, der hat mal gesagt, wenn ich bei meinem Rennen ständig das Ziel im Fokus hätte und nicht das, dass ich die nächste Kurve besser fahre als die letzte, werde ich dieses Rennen nie gewinnen. Also er hat gesagt, strive for excellence, ignore success. Und das ist etwas, was mich wahnsinnig geprägt hat. Nicht ständig rumzurennen, sagen, ich möchte in 20 Jahren der größte Speaker Deutschlands sein, sondern den nächsten Vortrag besser zu machen als den letzten. Und dann werde ich nie besser sein als meine ganzen Wettbewerber, aber ich werde immer besser sein, als ich je war. Und wenn wir mit dieser Einstellung an unsere Projekte herangehen, dann werden wir Erfolg haben. Dann wären wir vielleicht nicht ein Steve Jobs und ein Bill Gates oder wer auch immer, aber wir werden jeden Tag richtig Spaß haben an dem, was wir tun, weil wir den Lob ernten, weil wir die Anerkennung ernten. Und das ist was Schönes. Okay, also das heißt, das ist im Endeffekt das war so praktisch der Auslöser, wo du gemerkt hast, wow, da brennst du einfach richtig für. Ja. Und dann hat sich alles Weitere bis zum heutigen Tag weiterentwickelt. Ja, wenn ich mein Buch anschaue, Ausverkauft, da geht es 80 Seiten lang darum, wie musst du dich aufstellen, wie tickt der Kunde, wann beißt der Kunde an, also dieses ganze Thema Attraktivität. Und dann die anderen 80 Seiten ist der sogenannte Bierdeckel-Businessplan, also die Sichtbarkeitserhöhung, die Positionierungsmaßnahmen, One-to-Many und bleibend. Mhm. Und das waren für mich die zwei wichtigsten Erkenntnisse. Erstmal diese Attraktivität zu steigern und dann eben nicht One-to-One zu kommunizieren, sondern Lautstärke aufzubauen, was übrigens nie geht alleine, sondern wir brauchen dazu immer Partnerschaften. Mhm. Ja. Das macht Sinn, weil alleine kann man nie so viele Leute erreichen wie eben in der Gruppe. Nie, ja, geht gar nicht. Geht einfach langsamer. Also geht schon, aber es geht langsamer. Ja, gut. Das ist richtig, aber dann wird man ja nie fertig. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Sachen von wegen, wie toll das ist, so die Selbstständigkeit und wie erfolgreich man sein kann und wie man alles richtig aufbaut. Aber jetzt gibt's ja trotzdem auch, egal wie viel man richtig macht, man macht ja doch auch hin und wieder mal irgendwelche Fehler. Was war denn bisher so dein größter Fehler als Unternehmer, den du gemacht hast? Und wie ist es dazu gekommen, dass er passieren konnte? Und was hast du letztendlich daraus gelernt? Ach, ich glaube, dass jeder Unternehmer regelmäßig Fehler macht und es ist auch gut so, weil wir daraus lernen. Die schlimmsten Fehler sind die, woraus keine Konsequenzen gezogen werden. Wenn ich so zurückschaue, muss ich sagen, ich habe aufgrund meiner Branche, weil ich ja jede Woche irgendwelchen Speakern, Trainern zuhören darf, die vor mir oder nach mir reden, ich habe viel zu viel Wissen angehäuft und habe davon viel zu wenig umgesetzt. Also passiv weiß ich wahnsinnig viel, aktiv habe ich davon vielleicht 5% wirklich realisiert. Und das würde ich heute ganz anders machen. Ich würde mir weniger Wissen aneignen, viel gezielter und das wirklich ganz konsequent mir die Freiräume schaffen, sie umzusetzen. So ein zweiter Fehler, der auch erst vor ein paar Jahren, vor 10 Jahren so circa, bei mir wirklich tagtägliches Thema geworden ist, ist die alte Formel der Prioritätensetzung. Wichtig ist erst, Dringendes nur dann, wenn es nötig ist. Und das ist etwas, was keine Ahnung, warum das bei mir so lange gedauert hat. Das war eigentlich so mit dem Buch The 7 Habits of Highly Effective People. Und da war ist ja dieses Eisenhower-Diagramm auch ganz, ganz elementares Element, war für mich einfach plötzlich da und dann habe ich es auch gemacht und seitdem ist es einfach effizienter, das Ganze. Und so ein Ding, wo ich immer noch dran arbeite, nie ganz fertig werde, ist so, so dieses Thema Konfliktmanagement. Immer wieder kommt ja in Projekten oder wie auch immer mal ein Konflikt auf, wo man anderer Meinung ist, wo man streitet. Und da habe ich schon immer so eine Tendenz, dass ich sage, geht ja gar nicht, kann man nicht so machen, mit mir schon gar nicht. Und das ist so dieses Bleiben bei der Sache, dieses Nicht-Persönlich-Nehmen, dieses auch hinter die Kulissen blicken. Also dieser Satz, try to understand first and then ask to be understood. Das sind alles Punkte, die beschäftigen mich dauerhaft. Gott sei Dank habe ich Konflikte und Krisen ganz, ganz selten. Aber da ist es immer wieder ein
ein neues Lernen und Dazulernen. Das sind so meine drei unternehmerischen Herausforderungen. Mhm, ja. Ja, das ist wirklich eine Kunst, Dinge nicht persönlich zu nehmen, sondern einfach mal das so hinzunehmen, als da, was es ist, nämlich einfach eine Kritik, wo man sagt, jawohl, okay, das sieht der andere jetzt so und ich mache mir Gedanken drüber. Das ja. Ist nicht so einfach, das kann ich nachvollziehen, ja. Ja, und einfach mal lassen, einfach mal ein paar Nächte drüber schlafen, nicht gleich antworten. All diese Lehren, die eigentlich so banal klingen, aber wenn wir in so einem Konflikt, einem Streit drin sind und meinen, wir werden persönlich angegriffen, dann reagierst du leider anders, als du ursprünglich dir vorgenommen hast. Und das ist so ein Punkt, jeder Unternehmer sollte in Konfliktmanagement, in gewaltfreie Kommunikation ganz viel Lernzeit investieren. Da bin ich seit Jahren auch dabei und es ist ein Weg. Ich bin noch nicht am Ziel. Auf jeden Fall, das ist ein langer Weg, sowas, ja. Wie ist das denn bei dir, wenn du mal Tage hast, wo du dich mal irgendwie nicht so richtig aufraffen kannst, wenn du mal irgendwie keine Lust hast, irgendwas Bestimmtes zu tun oder irgendwelche bestimmten Aufgaben anstehen, wo du sagst, ach nee, schon wieder die Scheiße machen müssen. Wie schaffst du es, dich trotzdem aufzuraffen, wenn du wirklich absolut keine Lust auf irgendwas hast? Ja, eine meiner Regeln im Arbeiten, also im täglichen Tun ist, gib dem Spaß mindestens 2 Chancen. Und weil oft sind Arbeiten am Anfang gar nicht so spaßig. Aber wenn du dann anfängst, dann plötzlich merkst du, oh, das ist ja gar nicht so schlecht. Da kommst du ja richtig voran. Ah, jetzt kommt die Idee und jetzt kommt noch die, und der hilft dir. Und plötzlich macht das Ding richtig Spaß. Manchmal braucht es aber auch mal 2 so Chancen, wo man sagt, jetzt immer noch so langwierig und so weiter. Also ich glaube, man muss solche Motivationslöcher wirklich innerlich sich bewusst machen, dass sie dazugehören. Das erlebst du auch im fortschreitenden Alter natürlich immer öfter und wirst auch gelassener und gehst dann schneller daran. Aber am Schluss ist das Anfangen immer noch der beste Weg, rauszufinden, ob es spaßig wird, ob es eine Chance auf Spaß hat oder nicht. Und das betrifft kleine Aufgaben genauso wie große Projekte. Insofern, wenn ich langfristig merke, es gibt bestimmte To-Do-Kategorien, die mir zu 98% nie Spaß machen, egal wie spannend es wird, da delegiere ich sie. Da bin ich mittlerweile schon so konsequent, da hole ich mir jemand rein oder ich hole mir einen Dienstleister und dann bin ich nur noch Projektleiter und nicht mehr Ausführender. Das ist auch was Schönes. Darum gibt es wahrscheinlich auch so viel Steuerberater, weil da keiner Bock drauf hat. Schöne Ableitung, wunderbar. Genau. Gut. Siegfried, kommen wir jetzt zu unserer Blitzlichtrunde. Hier stelle ich eine Reihe von Fragen. Deine Aufgabe besteht darin, möglichst schnell, spontan und kurz, also wenn es geht, mit einem einzigen Wort oder einem kurzen Satz zu antworten, okay? Mhm, gern. Los geht's. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden? Oh, ich war ja Großkonzern, Mann, am Schluss Abteilungsleiter. Da waren natürlich diese Sicherheiten, dieser Komfort, dieses auch mal alle 4 gerade lassen sein zu können, ohne dass es jemand merkt, die waren schon sehr bequem und auch dieses natürlich Betriebspensionen und Gehalt und kein Risiko, aus der heutigen Sicht völliger Quatsch. Aber damals war das wirklich, ich bin aus einer Familie gekommen, die meine Eltern wollten alle 3 Söhne in verbeamtete Positionen bringen, haben sie geschafft. Wie gesagt, ich war am Anfang Postbeamter und habe gemerkt, da musste ich ganz schnell raus, weil das würde mich krank machen. Es hat lang gedauert, bis ich die Unternehmer den Mut hatte, die Ängste aufzugeben, und wirklich reinzugehen. Und dann hat Spaß gemacht und dann war die Altwelt Altwelt und das Neue war spannend. Also praktisch Sicherheit und Bequemlichkeit. Ja. Ja, okay. Kurzer Hinweis noch, blitzige Runde. Versuch hier wirklich relativ kurz zu antworten, okay? Okidoki. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Einerseits Carpe Diem, andererseits den schon erwähnten Strive for Excellence, Ignore Success. Was ist deine größte Stärke als Unternehmer? Dieses Leuchten in den Augen der Kunden herauszukitzeln, wenn sie sich selbst neu entdecken und diese neue Identität richtige innere Motivationsschübe auslöst. Und als zweites Partnerschaften aufzubauen, Kooperationspartnerschaften. Das sind meine 2 größten Stärken. Was ist deine größte Schwäche als Unternehmer? Konsequenz
Also wirklich auch mal bei längeren Dingen wie Buchschreiben wirklich dran zu bleiben. Da lasse ich mich viel zu leicht ablenken. Und wie schon gesagt, wenn mal ein Sturm aufkommt, Konfliktmanagement, da arbeite ich dran. Okay. Wie oder womit kann man dich persönlich am besten beeindrucken? Oh, ich liebe Menschen, die eigenständig sind, also souverän sind, ein Selbstbewusstsein haben, sich selbst bewusst sind und das in einer kreativen Form zutage bringen. Das sind die Leute, mit denen ich mich am liebsten umgebe. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Von diesen wahnsinnig vielen besten Lernen, Birkenbiel angefangen und viele, viele danach, und einfach in diese Gedankenwelt einzutauchen. Mit welcher Person, egal ob lebend, tot oder fiktiv, würdest du mal gern Kamingespräch führen und worüber würdest du reden wollen? mit Papst Franziskus, weil ich dem gerne mal erzählen würde, wie er seine Ideen nach innen besser verkauft, damit sich die Kirche ändert und damit die Kirche ein besseres Marketing macht, damit sie wieder voller werden. Okay. Vervollständige den Satz: Erfolg bedeutet für mich, das zu tun, was ich gerne tue, was mir Spaß macht und damit Erfolge erzielen, weil das wiederum den Spaß erhöht und zu neuen Taten anregt. Welche Internet-Resource, also ein besonderer Service, Open-Source-Software oder sowas in der Art, hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Oh, ganz viele App. Also die kleinste App, die ich nutze, ist Captio. Das sind so die Ideen, die man jeden Tag tausendfach hat. Aber die wirkliche App, die ich jeden Tag nutze, ist TED oder ähnliche Plattformen, wo Videocontent drauf ist. Geile Inputs im kurzen Format. Finde ich super. Okay. Welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen? Worum geht's darin und kannst du es empfehlen? Ja, gerade abgeschlossen The Four heißt es. Von Scott Galloway, glaube ich. Das heißt, The Four ist der Haupttitel und irgendwie die DNA von Amazon, Google, Facebook und Apple. Also die vier Großen. Und er wirklich wie eine DNA. Er geht raus und kritisiert und lobt zugleich und bringt so eine Essenz, was man von denen lernen kann. Gibt's viele Bücher dazu. Okay. Das hat mich am meisten begeistert bis jetzt. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com/audiobooks. Kommen wir jetzt zu einer recht privaten Frage. Was ist dein größter, bisher noch unerfüllter Lebenswunsch? Also beruflich ist alles sozusagen auf Kurs. Gibt es auch viele, viele Träume noch, aber wenn du sagst privat, ich werde noch ein Restaurant öffnen und das sauber vermarkten, bin leidenschaftlicher Koch. Und was auch noch auf der Liste steht, auf der Bucketlist, ist eine Fluglizenz. Bin noch nicht sicher, ob Helikopter oder Kleinflugzeug, aber irgend sowas. Okay, cool. Da drücke ich dir jetzt schon mal die Daumen, dass das nicht allzu lange dauert und wenn du es machst, dass das richtig viel Spaß machen, genauso wird, wie du es dir vorstellst. Für den Abschluss unseres Interviews noch eine letzte Frage. Welche drei Tipps würdest du deinem 20 Jahre altem Ich mit auf dem Weg geben und warum genau diese Tipps? Denk viel früher drüber nach oder finde deinen Kern viel früher, als bei mir passiert ist. Wofür stehst du? Was ist dir wichtig? Welche Werte lebst du? Und glaub an dich. Also dieses Selbstbewusstsein heißt ja sich seiner Selbstbewusstsein. Damit hat man mehr Selbstwert und das heißt auch mehr Motivation. Und ich würde meinem 20-Jährigen sagen, nimm's gelassener, sei nicht so. Also man hat ja von den Bodo Schäfers und Jörg Löhrs immer gelernt, Erfolg, Erfolg, Erfolg. Und da lässt man sich ja oft unter Druck setzen. Ja, man sollte das alles viel gelassener angehen, viel mehr genießen und am Schluss auch wirklich einfach mal viel öfter alle Viere gerade sein lassen, da entstehen die besten Ideen. Ja, das ist richtig. Cool. Siegfried, es hat einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören. Sehr coole Story, sehr viele Stückchen wieder drin, die ich für mich auch wieder rausziehen kann, wo ich selber wieder anfing nachzudenken, wegen, ja, stimmt, da hat er auch wieder recht, da könnte ich noch ein bisschen noch mal was machen und hier müsste ich vielleicht noch mal und so. Das sind so die Dinge, wie du gerade gesagt hast, man nimmt so viel Wissen mit, aber man setzt einfach viel zu wenig um. Das war nochmal so ein kleiner Spiegel, den du mir selber auch vorgehalten hast, weil gerade aus den Interviews, da nehme ich ja, da sauge ich ja brutales Wissen auf, weil ich so viele coole Interviewpartner
Partner ja immer in der Show drin habe. Ich glaube, wenn ich davon 5% umsetzen würde von allem, oh mein Gott, ja, würde ich schon auf den Mond leben. Das ist es. Die Umsätze sind immer die erfolgreichsten. Das ist wahr so, ist so. Genau. Ist auch fair so. Ja, ja, natürlich, absolut. Du, gib unserer Podcast Nation doch noch so einen letzten Tipp mit auf dem Weg und dann sag uns auch noch kurz, wie wir dich am besten erreichen können. Ich habe mal einen Unternehmer gehabt, mit dem ich arbeiten durfte, der hat gesagt, eine meiner Devisen ist, jeden Kontakt, den ich habe, wirklich cool und attraktiv zu gestalten. Er hat es in Englisch gesagt, I try to make every contact memorable. Und ich finde, das ist ein schönes Motto. Das wird uns nicht zu 100% gelingen, aber wenn wir uns vornehmen, jeden Kontakt heißt ja auch der erste Eindruck der Website, der erste Eindruck des Flyers, eben unser Elevator-Pitch. Wenn wir den memorable machen, dann haben wir eine ganz andere Basis, mit Menschen umzugehen. Und wir bereiten uns vor allen Dingen viel besser vor, wenn wir uns das vornehmen. Und um das geht's doch eigentlich, Vorbereitung. Ja, okay, cool. Wie erreichen wir dich, wenn wir mehr über dich erfahren wollen? Siegfried-Heider.com, das ist die Website, da ist viel Content im Blog, im Download-Bereich drauf, natürlich auch andere Interviews dazu, YouTube-Channel, aber da ist das die Zentrale und auch in den Newsletter gerne eintragen, da kriegen wir regelmäßig tolle Tipps raus, auch mit Partnern zusammen, ist ein wirklicher Mehrwertletter, absolut. Okay, sehr cool. Podcast Nation, du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach die Nummer 554 oder den Namen Siegfried Heider mit AI geschrieben in das Suchfeld ein und kommst sofort auf die passende Seite zu unserem Interview, wo wir natürlich die Website vom Siegfried verlinken, wo du dir auch die ganzen, ja, ich sag mal, den ganzen kostenlosen Content runterziehen kannst, wenn dich das Thema Positionierung interessiert, was dich hoffentlich interessieren sollte, spätestens nach diesem Interview jetzt, weil man sieht, wie wichtig das ist, dann findest du da, glaube ich, ganz viele richtig coole Sachen. Oder wenn du tiefer einsteigen willst, eben auch mit dem Buch Ausverkauft vom Siegfried, was du auch auf der Website dir natürlich holen kannst, auch als E-Book. Also, Siegfried, bei dir sage ich nochmal vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen, deine Erfahrung geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Ich mich auch. Vielen Dank, Tom. War sehr schön. Danke, dass du hier warst. Ciao. Merci. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen, unsere Interviewpartner und noch vieles mehr. Hast du eine wichtige Botschaft und willst diese endlich mit der Welt teilen? Dann nutze die Macht deines eigenen Podcasts und reserviere deinen Platz in meinem nächsten kostenlosen Podcast-Workshop. Melde dich jetzt auf Podcast-Meisterschule an und sichere deinen kostenlosen Platz. Podcastmeisterschule.com. Und zu guter Letzt, denk immer dran: Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ciao, dein Tom.